Hallo Freunde aus aller Welt, heute ist der Vatertag. Naja, viele gehen fort. Ich gehe zu meinen Mädels und wir schleudern heute. Wir schleudern heute die Honigräume und morgen tun wir die aus den Bruträumen noch die Honigwabe raus. Aber heute machen wir nur die Honigräume, die komplette Honigräume. So, dann fangen wir mal an. Schauen wir mal, was die Mädels so produziert haben. Das ist recht hoch da alles. Schauen wir mal, ob sie fleißig waren. So sieht eine Wabe aus. Sie ist schön verdeckelt. So, die erste Biene, die sind auch weg. Wo ist mein Besenle? Irgendwo habe ich auch einen Besen hier. Alles gut vorbereitet. Man findet nur seinen Klumpen nicht, wenn man es braucht. Oder ich habe den Deckel drauf getan. Genau, da ist er doch, mein Deckelchen. So, dann kehren wir die Bienchen schön sauber runter. Oh, heute wird Belohnung. Heute kriegen wir die Belohnung von den Mädels, wie fleißig die waren. Die Mädels waren schon fleißig, kann man schon sagen. Also ich mache so, dass ich jede einzelne Biene wegkehre. Und dann kommen die in mein Kistle da rein. Und dann trage ich den Schleuderraum, dass er bienenfrei ist. So machen wir das Wabe für Wabe. Und wie du siehst, ich nehme nicht einmal einen Rauch. Guck mal noch. Wunderbar. Das dauert halt eine Weile, bis du das machst. Und mal schauen, was es gibt. Es gibt genügend wieder. Ich meine, ich bin zufrieden, ob es mehr oder weniger gibt. Spielt für mich gar keine Rolle, weil das ein Hobby ist. Und ein Hobby sollte Spaß machen. Als erstes soll dein Hobby Spaß machen. So, hier habe ich jetzt noch, wo wir letztens die leere Wabe reingehängt haben, die sind ja auch natürlich noch drin. Die müssen sie noch eintragen, die Mädels. Das haben sie ja alles das Jahr ausgebaut, ne? Schau mal. So eine schöne Wabe, he? Voll verdeckelt, so muss es sein. So schön abstoßen, die Bienen. Ich mache das früh, wir haben jetzt kurz nach 8 Uhr. Da sind die Mädels noch nicht so unterwegs. Und sie haben keinen frischen Nektar geholt. Weil frischen Nektar brauchen wir nicht, wir brauchen nur das getrocknete Zeug. Das getrocknete Zeug brauchen wir, ne? Sonst brauchen wir nichts. Nur sauberen, getrockneten Nektar, wo Honig ist. Da haben die mir jetzt auch gebaut. Das ist die vor, wann haben wir das gemacht? Vor einer guten Woche, glaube ich, oder eineinhalb Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf dem Video. Das Video ist ja da online, da könnt ihr es schauen. Da schön. Wunderbar. Schön abstoßen. So geht es am einfachsten. Einfach ein bisschen klopfen. Ein bisschen schütteln. Und der Rest mit dem Besenle. Und wie du siehst, ich benutze gar keinen Rauch. Die Mädels sind lieb. Sind wunderlieb. So. Da gibt es Honig wieder ohne Ende. Da freuen sich die Kunden schon wieder. Ich habe schon viele Nachfragen gekriegt. So. Unten ist noch mehr Honig. Das ist jetzt der obere Raum. Da habe ich ja einen Haufen Räumchen reingehängt, dass die was zu tun haben, die Mädels. Da schauen wir noch, wie schön gut es aussieht.
So, schön abschütteln. Die Nägel sind lieb, fein. Und wenn sie nicht lieb sind, was passiert dann? Dann kriegen wir ein paar Stiche. Aber auch das gehört dazu, wenn du Imker bist. Das ist wie wenn du reiten tust. Da fällst du auch manchmal vom Pferd runter. Ne? Auch das gehört dazu, dass man vom Pferd runterfällt. Sonst wärst du ja kein Reiter. Ja, guck mal genau. Die haben sie auch in kürzester Zeit ausgebaut und komplett verdeckelt. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Komplett verdeckelt. Aber es gibt ja auch genügend Tracht. Gut, jetzt lässt langsam nach, aber ich bin ganz zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Und ich weiß nicht, ob man das auf dem Video hört, das Rotschwänzchen schimpft. Guck mal da, voll komplett verdeckelt. Das Rotschwänzchen schimpft hier draußen, weil es in sein Nest will. Das Rotschwänzchen hat hier oben sein Nest. Genau da oben hat sein Nest. Jedes Jahr hat es entweder da oder da oder da. Irgendwo zwischen diesen Balken hat es jedes Jahr sein Nest. Das habe ich euch auf dem anderen Video mal gezeigt. Ich werde auch mal was filmen von dem Rotkehlchen. Wenn die Jungen noch größer sind, werden wir noch mal ein Filmchen machen. Aber es schimpft jetzt natürlich. Schau mal, na, was für schöne Waben. Mädel schimpft, weil es die Jungen füttern will. Aber gleich Mädel, gleich da auf Strand. Also irgendwas suche ich immer. Meine Kelle suche ich diesmal. Die hatte ich doch gerade vorhin in der Hand. Hier ist sie. So, knack, knack. Und dann schauen wir da. Einen Stock tiefer rein und holen hier die Dickwaben raus. Hier haben wir ein paar Dickwaben drin vom Feinsten. Schauen wir noch. Komplett verdeckelte Sache. So. 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 Man kann auch Kehrmaschine nehmen, aber mir wird es auch nicht in der Kehrmaschine gefallen. Wenn ich so sehe, jetzt heute auch die Hobby-Imker haben eine Kehrmaschine und die jagen die Waben durch die Maschinen durch. Naja, weiß nicht, mir wird es auch nicht gefallen, wenn ich eine Biene wäre, dass ich jetzt dadurch gejagt werde. Hoppla, da ist noch eine, komm, die gehst auch noch weg. Ich brauch keine Bienen mit hochnehmen. Sonst kriege ich Ärger mit meinen Mädels, weil die schleudern für mich da oben. Den Schleuderraum, den zeige ich euch nachher auch. Ja, gut, genau. Ja, das ist eine Sache, ja? Ja, das ist eine Sache. So, runter mit euch. Jetzt überleg mal, du nimmst die Bienen und tust sie mit der Kehrmaschine da runter. Durch den Apparat durchjagen. Naja. Bei mir soll es ein Hobby bleiben und nicht Werbung für Kehrmaschinen. So, eine wunderschöne Wabe kommt auch da rein. Und so nehmen wir eine nach der anderen. So, hier ist eine, wo sie auch noch bauen dran. Das dürfen die mir jetzt auch vollste ausbauen, dann müssen wir noch den sauber machen. Das brauchen wir hier drin nicht, wenn wir schon dabei sind. Wie gesagt, heute nehme ich nur die Honigräume und nächsten Mal, also morgen dann, morgen früh oder heute Abend wahrscheinlich, werde ich schon in die Bruträume reinschauen, weil da sind auch viele Waben, Honigwaben drin. Vor allem am Rand, da sind ein Haufen Waben drinnen. Die werden wir dann rausholen
und morgen schleudern. So, nehmen wir noch den Boller da raus. Na, man braucht keine Angst haben vor den Bienen. Die Bienen sind lieb eigentlich. Wenn man menschlich mit den Bienen umgeht, sind sie meistens lieb. Manchmal kriegt man auch mal ein paar Stiche. Das gehört als Imker dazu. Schau mal noch. Wunderbar. Alles dieses Jahr ausgebaut im Ebels. Ihr seid fleißig. So. Mit meinem Besen, mit meinem Kehrbesen werdet ihr nicht so geschüttelt wie mit der Kehrmaschine. Ich weiß gar nicht, warum ein Imker mit 6-7 Felger unter 10 Felger eine Kehrmaschine braucht. Was so ein Schwachsinn. Der größte Schwachsinn, was es gibt, eine Kehrmaschine. Und die ganzen Mädels durchzuschütteln. Braucht kein Mensch. So, da sind sie noch am Ausbauen. Die dürfen sie auch behalten. Ich nasch wieder. Weil ich der Nascher bin. So ein Honig ist schon lecker. Du. Das kann ich dir schon mal sagen. Komm. Noch mal Platz. Und da kommt eine Wabe. Da sind ein paar Gläser drin. Die haben sie verbaut ins Glas rein. Die haben sie hier rein verbaut, siehst du? Die müssen wir jetzt ein wenig schräg rausholen. Das ist gar nicht so einfach. So. So. Und jetzt gucken wir mal, was da ist. Boah, lecker mio, ist die schwer. Da ist ein Gewicht drin. Da sind ein paar Gläser Honig drin. Nein. Da ist was los. Und ohne Hektik, mit Geduld, schön dran schaffen, ist das beste Motto. Geduldig, nicht nervös, keine hektischen Bewegungen. Einfach ruhig dran schaffen, dann passiert auch nichts. So, jetzt muss ich die Kisten hochbringen und dann sehen wir uns gleich. So, da sind noch frisch am Bauen, die Mädels. Und hoppla, was ist denn da passiert? Da hat es Wabenbruch gegeben. Guck mal. Die ist so schwer, dass sie gebrochen ist. Gut, das ist auch eine alte Wabe, ne? Aber ich war jetzt heute das letzte Mal im Einsatz. Die hat ausgeschmolzen und verbrannt. So sieht sie aus. Oh, die ist auch schwer. So, schön alles abschütteln. Ja, ist gebrochen von der Masse von Honig und Nektar. Gut, jetzt ist es Honig. Am Anfang war es Nektar. Aus Nektar kommt, wird Honig produziert. Aber die war so schwer, dass sie gebrochen ist. Und ja gut, die ist auch ein paar Jahre alt. Wie lange verwende ich meine Rähmchen? Bis sie kaputt gehen, so lange verwende ich sie. Die werden immer neu bespannt, wenn sie nichts mehr sind. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen. Man kann die Sachen schon eine Weile benutzen. Muss nicht immer alles gleich neu. Das muss gar nicht sein. So, da sind sie auch am Bauen, die Mädels. Die haben sie schon gebaut. Aber schauen wir mal, was da drin ist.
Ja, ist zwar auch schön verdeckelt. Da auch, ja, die nehmen auch raus. Der Rest sollen die Mädels dann bauen. Ich muss schleudern, weil ich kein Rähmchen, kein Lehrmaterial mehr habe. Sonst hätte ich noch ein bisschen gewartet. Aber die im Baumländle brauchen ja noch ein paar Rähmchen und Sach. Hier ist so, wie es ist. So, die Lehrrähmchen aus der anderen Zage kommen hier rein. Dann können die Mädels weiter bauen. Auch die, wo noch nicht verdeckelt ist, die kommt da dann rein. So, wir können die Mädels hier weiter bauen und sind beschäftigt. Nachher nach dem Schleudern kommen die Leerwaben hier noch rein, werden hier aufgefüllt und wunderbar. So machen wir das nächste. Das war der Lars, wo wir jetzt drin waren. Jetzt sind wir bei der Tine. Schauen wir mal, was die Tine so produziert hat. Ein Honig. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Honigräume. In den Bruträumen sind da noch ein Haufen Honig. Schaut mal her, voll verdeckelt. Beidseitig voll verdeckelt. So soll das aussehen. So, mein Besen suche ich wieder. Hab's gefunden. Ich hab's gefunden, das Besenle. So. Wunderbar. Kommt die auch da rein. Und so. Schaffen wir es schön. Gemütlich natürlich. Das ist ein Hobby und kein Geschäft. Das soll Spaß machen. Alles was sein muss, ist kein Hobby mehr. Das ist. Ein Hobby muss Spaß machen, Leute. Schau mal, noch schön verdeckelt, komplett Verdeckung. Die wird auch so 2 Kilo wiegen. Kommt auch da rein. Eins nach der anderen. Hoppala. Schön verkittert alles. Schön verklebt alles. So sind die Mädels halt. Auch komplett verdeckelt, schau mal noch. Abschütteln. Dann haben die Mädels wieder Platz. Ja. Mein klar, ab und zu bleibt auch noch eine Biene drauf. Jede zu abzukehren. Ist fast manchmal gar nicht machbar. Aber ich versuche so gut wie möglich keine mitzunehmen in den Schleuderraum. Manchmal ist die eine oder der andere doch drinnen. So. Schöne frische Waben. Ist noch nicht einmal vollkommen ausgebaut, aber komplett verdeckelt. Bis zum Herbst werden wir sie alle ausbauen. Dann haben wir Wabenhygiene, kommen alle Alten raus und nur frische Waben bleiben drin. Das sind jetzt noch ein paar alte Waben oder Rähmchen halt. Die Mittelwände sind auch neue, auch komplett verdeckelt, wie du siehst, oder wie ihr seht, oder du, oder ihr, wer halt sich das gerade anguckt. Und nicht vergessen, Daumen zu drücken, abonnieren, damit unterstützt ihr mich. Das ist mein Brot,
ein Abo, ein Kommentar, ein Like. Das ist meine Bezahlung für mein Hobby. Aber meine größte Bezahlung ist der Honig von meinen Bienen. Das ist der größte Lohn, was die Mädels mir machen. Da hat mich eine gepikst. Uiuiui. Ja, passiert. Der erste Stich ist gemacht. Die ist auch brechend voll, die ist schon auch schon krumm, siehst du, wie krumm die ist. Also da hängt Material drinnen. Da ist Material drinnen bei den Mädels. Da wird es wieder Honig geben ohne Ende. So muss es sein, genau so. Alles schön brechend voll. Hoppla, da habe ich eine gequetscht. Nee. So, die kommt auch rein. Ja, die ist auch so krumm. Ja, wenn die Rähmchen ein bisschen älter sind, dann sind sie nicht mehr so stabil. Aber man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen, nur weil das Holz nämlich so stabil ist, deswegen muss man sie nicht wegschmeißen. So. Schau mal noch. Auch nicht schöner wie die anderen, die wir haben, du. Also Honig gibt es das hier ohne Ende. Es gab auch schon letztes Jahr genügend. Also ich bin ja zufrieden. Ob mehr oder weniger, spielt für mich gar keine Rolle. Ich muss nicht davon leben. Natürlich freut man sich, wenn mehr heißt. Aber man hat auch mehr Arbeit mit seinem Hobby. Aber ich freue mich natürlich über jedes Glas, wo ich jemand eine Freude damit mache. Früh steht jemand am Frühstücktisch und isst mein Honig und sagt mir nächstes Mal, hey Matze, dein Honig war lecker. Der hat mir echt gut geschmeckt. Brauch noch mal 3-4 Gläsli. Das ist der Lohn. Da freut sich jeder Imker drüber, ne? So, das ist eine Wabe. Da müssen die Mädels noch dran schaffen. Die bleibt drinnen. Aber wie gesagt, unten in dem Brutraum, da sind noch bestimmt noch 5-6 Waben sind da drinnen noch voll mit Honig, ne? Jetzt kriege ich das gar nicht raus, so verkittert wie das ist. Und verklebt. Aber mit Geduld geht alles. Auch voll verdeckelt, wie du siehst. Das ist eine Sache. Schön abschütteln. Die letzten 20 Bienen kehren wir ab. Und eine Wabe ist da noch drin. Und dann können sie sich beruhigen. Dann nach dem Schleudern hänge ich die Waben wieder rein. Dann warte ich ein paar einen Tag, dann hole ich die raus, dann hole ich den Brutraum, den Honigraum runter und gehe in die Bruträume und hole mir dann die Waben raus. Dann habe ich einen Haufen Bienen hier oben drinnen und weniger im Brutraum. So, guck mal noch. Also besser verdeckelt geht gar nicht. Ha? Sagt ihr, was ist eure Meinung? Leute. Klar, mit der Kehrmaschine geht schnell. Aber Hobby soll ja nicht ratzfatz gemacht sein. Man soll ja auch Zeit investieren. Soll auch Spaß machen. Und das macht's mir. So, jetzt ich die dann noch hoch drauf. Und dann trage ich die hoch. Und dann geht's ans nächste Volk ran. So, jetzt sind wir im geschwärmten Jupp. Der Jupp. Und? Ah, schön verdeckelt. Alles schön verdeckelt, hä? Wunderbar. So muss es sein, Mädels. Habt ihr gute Arbeit geleistet. Gute Arbeit geleistet.
Hinterkopf. Ich auch noch. Ich auch noch. Und dann nein. So, jetzt Stück für Stück. Jetzt pass auf. Oh, je, das ist eine ganz schwere. Oh, je, guck mal noch, die Quabe. Die Quabe. Ah, aber schön verdeckelt alles. Schön, 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 schön. Jetzt sage ich wieder auf schön, 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 dass der eine sich wieder so aufregen kann. Es gab Beschwerden, dass ich zu oft schön, schön sage. Aber so bin ich. Ich sage halt das, was ich sage. Wenn es nicht gefällt, kann auch abschalten. Ganz einfach. Schön, Wabe, schön, Wabe. Die schön. Schön dick, Wabe. Leute, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Mich kann man nicht mehr ändern. Das bleibt so. Für immer, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Guck mal noch, wie schön die ist. Verdeckelt. Wunderbar. Da gibt es wieder einen Haufen Gläser Honig. Das ist eine schöne Sache, du. Müssen wir alles beim Schleudern. Das ist noch ein Erbe. Aber Schleudern macht Spaß. Da sieht man, worauf man... Da guck mal noch. Voll verdeckelt. So muss es sein. Bis ins letzte Teil. Wir messen nachher noch den Wassergehalt. Mit dem Refraktometer. Das machen wir auch. So. Gehen wir auf Nummer sicher, aber normal passt der Wassergehalt. Wenn das so schön verdeckelt ist, wie der Schen gesagt, zähl mal, wie oft habe ich Schen gesagt. Der, wo das rät, der kriegt dann noch ein Glas Honig von mir. Aber nicht raten, sondern zählen. Wie oft ich schön gesagt habe, der, wo richtig reiht, kriegt ein Glas Honig von mir geschenkt. Schicke euch heim. Schreibt es mir unter die Kommentare. Wie oft habe ich schön gesagt, das Schön gehört auch dazu, beide gehören dazu. Klar, Logo. Ich übertreibe manchmal. Aber während der Matze, wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, guck mal, wenn sie da nicht ausgebaut haben, dann haben sie das Dickwabe da reingezogen. Ihr seid fleißig, Mädels. Und auch wenn er geschwärmt ist, hat er ja noch Sachen gebracht. Und auch der Schwarm, der hat auch einen Haufen Honig drinnen. Den werden wir dann morgen oder am Freitag, ist ja Brückentag, werden wir dann reingucken. Entweder morgen oder am Freitag, mal schauen, wie ich dazu komme. Und nochmal, hier ist der Mini Plus, ne? Wie du siehst, ist der Mini Plus auf dem Kai. Das ist das Geheimprojekt. Was ich da vorhab oder was ich da mache gerade. Schreib mal in die Kommentare, wenn du Ahnung hast, was ich da ausprobiere. Guck mal, noch nicht ausgebaut, aber vollgetragen, verdeckelt. Natürlich kommt sie auch mit rein. Danach werden sie sich schön ausbauen. Muss ich eine andere Stelle platzieren, weil die haben, die anderen Waben haben sie so dick randmäßig rausgezogen. Ja, so sind die Mädels. Die machen halt, was sie wollen. Und das machen sie richtig gut, was sie wollen. Das machen die Mädels richtig gut. Die werden mal die Dickwaben da mit dem Messer ausschneiden. Und dann passt es. Gell, Mädels? Ja. Komm. Bleib da. So. Also es gibt genügend Honig, Honig ohne Ende. Die habe ich letzte Woche reingesteckt, weil ich da habe ich für einen anderen Schwarm eine Futterwabe rausgeholt. Die bleibt drinnen natürlich.
Jetzt kommt eine richtig fette Wabe. Die muss ich erst mal hochknacken, weil die ist richtig verklebt alles. Die ist richtig verklebt, Leute. Jetzt pass auf, was da rauskommt. Jetzt pass auf. Na, da sind 5 Gläser Honig drin. Mindestens. Vielleicht auch 6. Jetzt glaube ich fast 3 Kilo. Eine richtige dicke Wabe. Aber schöne Wabe. Schon wieder gesagt das Wort. Verdammt. Guck mal, eine feine Wabe. Eine feine Wabe. Eine wunderfeine Wabe. So, machen wir zu. So, jetzt sind wir beim Nummer 4 Volk, beim Kai. Der ist noch nicht verdeckelt. Jetzt kommen wir auf die Seite. Die nehmen wir nicht zum Schleudern. Aber der war auch ein bisschen. Hat er ausgebaut, aber auch nicht verdeckelt. So sind die Völker halt unterschiedlich. Die einen besser, die anderen nicht so gut. Aber die ist schön. Die ist schön. Nehmen wir mit. Abkehren. Ich zeige euch jetzt nur die 5 Völker aus dem Bienenhäuschen, sonst sind wir ein paar Stunden länger dabei. Darauf habt ihr wahrscheinlich gar keine Lust. Manche werden schon jetzt abgeschaltet haben, sagen, naja, zu schauen, wie man Bienen abkehrt und volle Waben rausholt, ist nicht interessant. Aber für mich ist es interessant, weil das ist meine Belohnung. Das ist meine Belohnung, was ich das ganze Jahr drauf gearbeitet habe. Oder sogar über den Winter sogar, ne, vorbereitet für die Ernte. Das fängt ja schon an mit dem Einfüttern. Wenn du deine Bienen einfütterst, dann fängt es schon an, dass du auf die Saison für die Honigernte drauf arbeitest, ne? Das macht dir jeder im Herbst drauf arbeiten, dass er seine Völker gut füttert, gut behandelt, um eine gute Ernte einzufahren. Und so ist es bei uns auch. Im Herbst gut füttern, gut behandeln gegen Varroa. Und dann gibt es auch Honig. Es gibt ja auch mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Jedes Jahr ist anders. Jedes Völkchen oder Volk ist anders. Ja, aber wie wir Menschen auch, wir sind auch alle verschieden. Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich. Jeder von uns ist individuell. So ist es bei den Bienchen auch. Jedes Bienchen ist individuell. Das eine bringt mehr Honig, das andere weniger. Aber spielt gar keine Rolle. Wie bei den Menschen auch. Die einen sind fleißiger, die anderen nicht so fleißig. Das ist auch eine schöne Wabe. Das ist noch ein ganz altes Modell. Ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen haben. Das war einer von meinen Kinderbehandlungen, Beuten, Anfangszeiten. Leider habe ich da keine mehr davon. Heute wäre es mal interessant, auch sowas wieder zu sehen. Aber die Hinterbeutenbehandlungen, das war so Sache. So eine Sauarbeit, da drinnen rumzuschuften. Schauen wir genau. Alles schön verdeckelt. Sauber machen die Mädels. Und danach, das ist der Kai.
Also für mich ist es ja eine große Freude, immer an meinen Bienen zu sein. Ich kann nie genug kriegen von meinen Mädels. Ja, guck mal, schön verdeckelt alles. Das ist was Feines. Einen haben wir noch und dann sind wir durch. Den Gottfried, den zeige ich euch noch, wenn ihr wollt. Da gucken wir noch. Und dann haben wir die 5 YouTube-Völker anguckt vom Bienenhaus. Mein. Könnt ihr euch noch woanders mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass ihr noch mehr von denen sehen wollt. Gucken wir mal eine Spritzprobe. Ist zwar nicht verdeckelt, aber da hänge ich das Fraktometer dran und messe den Wassergehalt. Wenn der passt, dann wird sie geschleudert, wenn er nicht passt, dann wird sie wieder reingehängt. So machen wir das genau. Dann haben die Mädels Platz zum Schuften. So, dann trage ich die hoch. Und dann machen wir das nächste Volk auf. So, beim Gottfried angelangt. Sind wir beim Gottfried angelangt. Mal gucken. Wie gesagt, das sind jetzt die Honigräume nur, was wir rausholen. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Unten in den Bruträumen, da ist noch ein Haufen Honig. Da ist noch ein Haufen Material. Da müssen wir dann noch rein. Aber das mache ich dann morgen. Dann schauen wir rein morgen. So. Jetzt kommt die Sonne auch raus. Ja, ausbaut und gleich verdeckelt. Wunderbar. Eine schöne Rabe. Frisch ausgebaut, schön rausgezogen, schön verdeckelt. So muss das sein. Prächtig, prächtig. So schaffen wir uns eine nach dem anderen durch. Und dann fangen wir mal an zu schleudern. So, mal neue Ernte mal ausprobieren, gucken mal noch, schön verdeckelt. Komplett. Tutto completo. Raus, runter damit und rein in die Kiste. Ich trage immer nur 5 Waben hoch. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. 10 Waben hoch in den Garten zu tragen, ist mir einfach zu schwer. Da nehme ich halt nur 5. Die sind viel leichter. Komplett Verdeckelung schon, ne? Und nicht komplett ausgebaut, aber verdeckelt. So ist es wunderbar, Mädels. Da gibt es Sachen. Da gibt es Sachen. Und dann haben die, habt ihr eine Weile Ruhe von mir. Morgen nochmal. Und dann lasst ihr euch mal in Ruhe. Dann werdet ihr von mir nicht mehr so genervt. Die müssen sie noch ausbauen. Aber wie gesagt, unten in den Bruträumen sind ja 2 Bruträume. Da werde ich wahrscheinlich noch bestimmt 5 Waben bis 6 Waben noch ernten können. Knick, knack. Voll verdeckelt. Was wünsche ich dem gar mehr?
volle Honigtöpfe, volle Fässer mit Honig. Ob 30, 40, 20 Kilo pro Volk spielt für mich gar keine Rolle. Ich muss keine 1000 Kilo Honig haben. Von jedem Volk. Das muss man nicht. Du musst ja auch überlegen. Das ist alles ein Haufen Arbeit. Da bekommen wir noch voll verdeckelt. Na, da sind ja auch fast 3 Kilo auf der Wabe. Das ist ein enormes Gewicht, ist das, was die Mädels da eingetragen haben. Also, eine Biene, wenn wir Menschen bienenmäßig so fleißig wären, überleg mal, was das wäre. Eine Kiste holen. Ah, voll verdeckelt. Schön abschütteln. Schön abkehren. Und du siehst, die sind lieb. Kein Rauch, kein gar nichts. Kein Schleier. Nur ein Stich kassiert. Nur ein Stich kassiert, das geht ja noch. So, gleich sind wir fertig. Auch voll verdeckelt. Besser geht's gar nicht. Schön abkehren. Abklopfen, abkehren. So, macht's dem Imker Spaß. Eine Ernte nach der anderen einzufahren. Also ausgebaut und verdeckelt, guck mal. Und das ist eine Naturwabe. Da können wir ein bisschen Honig, Wabenhonig ernten. Das schneiden wir hier aus. Da habe ich ein paar türkische Familien, die mögen sowas unwahrscheinlich. Aber ich mag es auch. Ich muss nicht unbedingt Türke sein, aber aus den Ländern ist es mehr bekannt wie bei uns. So ein Kaugummi-Honig. Das ist was Feines. Als Kind oder auch als Erwachsener habe ich das immer gemacht. Bis heute. So, dann sehen wir uns im Schleuderraum. So, Freunde, im Honigraum angelangt. Wir haben schon viel geschafft. Wir haben schon viel entdeckelt. Ein paar Waben habe ich jetzt noch, die mache ich mit euch zusammen. Die Eimer sind schon voll da. Eine Zarge habe ich noch, dann machen wir ein paar Rämmchen zusammen. Ich zeige euch, wie man entdeckelt. So, nehmen wir die schöne Waben. Schau mal, schön verdeckelt. Das goldene Honigleder. Also, so geht's mit der Entdeckungsgabel. Einfach mal durchziehen die Gabel. Klar, es dauert. Stück für Stück. Und aufpassen, dass man sich nicht piekst. Die sind ganz schön scharf. Das tut auch ganz schön weh, wenn man sich piekst. Und ja, ich bin zufrieden. Es hat genug Honig gegeben. Also ich kann echt zufrieden sein. Wer dieses Jahr nicht zufrieden ist, der hat dann was falsch gemacht. Ich meine, ich war ja schon letztes Jahr zufrieden, von dem abgesehen. Ich war schon letztes Jahr zufrieden. Ich brauche nicht immer tausende Kilo von Honig. Manchmal ist weniger auch mehr. So, gucken wir mal genau. Die letzte gehen wir nach oben. Und zack. Und dann drehen wir die Wabe. Dann machen wir da weiter. Ja. Die Mädels, die waren schon fleißig. Und klar, das sieht alles dann aus wie ein Schlachtwerk, wie er mal geschleudert hat. Da geht das Saubermachen dann los danach. Bis alles sauber gemacht ist und morgen, naja, morgen vielleicht nicht, aber am Samstag werde ich dann die Bruträume schleudern. Wenn wir eine Durchsicht machen,
und dann werden wir die auch mal schleudern. Dann zeige ich euch mal, wie die Waben schon wieder repariert worden sind von den Mädels. Zwischendurch kann man so ein Ding nehmen. So nehmen. So leckere Sache. So, und dann nehmen wir die Wabe. Dann tun sie in die Schleuder rein. Und noch in die Äste rein. Und so habe ich jetzt gemacht, die ganze Zeit. Gut, ich habe nicht ich selber. Meine Tochter hat mir auch geholfen. Meine Frau hat mir auch geholfen. Die zwei waren auch fleißig. Darf ich die zwei auch mal erwähnen? Die haben auch geschafft. Die Tochter hat auch mal einen Stich von den Bienen kassiert heute. Da freut sie sich immer, wenn sie einen Stich kriegt. Er ist immer happy. Die junge Imkerin. Ja. So machen wir das. Und interessant ist, nachher tun wir alle Waben reinhängen und ich zeige es euch am Samstag, wenn wir die Bruträume den Honig rausholen, zeige euch mal, wie die repariert sind. Jetzt sehen die Waben ja so aus, nach dem Schleudern sehen die so aus, ne? Sie sind ganz zerflattert und das reparieren die innerhalb kürzester Zeit, reparieren die alles hier, die ganze Fläche. Das ist morgen schon zu 95% schon repariert und am Samstag zu 100% repariert. Alle Waben sind repariert, ausgelutscht, sauber gemacht und bereitgestellt zum frisch Nektar eintragen. Bei den frischen Waben sind ja lauter jungfräuliche Waben, wo hier drin sind. Es ist ein Deckel ein wenig schwierig. Vor allem wenn keine Mittelwand drin ist, sind sie halt brüchig, aber das klappt schon. Ich muss ein wenig vorsichtiger arbeiten. Und das Entdeckungswachs, das kriegen die Bienen auch wieder zurück. Da können sie das letzte Tröpfchen Honig rausholen. Also das ist schon eine feine Sache. So, dann kommt die zweite Wabe rein. In meine Schleuder gehen 4 Stück rein. Das ist ein Handbetrieb. 4 Waben Schleuder. Es gibt natürlich auch mit Motor. Aber das ist meine erste Schleuder, die ich schon über 30 Jahre jetzt habe. Mit der habe ich angefangen und damals, wenn ich gewusst hätte, dass es immer mehr Bienen werden, hätte ich mir vielleicht elektrische geholt. Aber jetzt habe ich halt die, solange noch jemand hat zum Kurbeln und ich noch Hilfe habe, können wir das noch mit der machen. Das muss ja nicht immer alles elektrisch sein, das ist ja ein Hobby. Das muss man ja auch sehen. Ein Hobby ist ein Hobby und ein Berufsimker, wo nach Zeit schafft, bei uns, bei mir als Imker, Hobbyimker, spielt es gar keine Rolle, ob jetzt eine halbe Stunde länger dran bist oder kürzer bist, das spielt auch gar keine Rolle. So ist es halt. Jetzt mache ich die noch durch. Die 4 Stück. 2 muss ich noch, also eine muss ich noch, die da und noch eine. Und dann drehen wir mal. Es wäre auch schön, wenn du Schleuderst, wo selber wendet oder so, aber. So modern sind wir nicht, wir sind noch viel altertümlich, kömmlich oder wie auch immer. Und es geht alles auch so gut. So, dann kommt es auch rein. Das sind Löcher, da tun wir das immer sehr rein. So, dann kommt die da noch. Noch eine schöne Dickwabe. Also die haben schon gut geschafft das Jahr. Ah, die haben jetzt ja gut geschafft. Also in meiner Imkerkarriere hatte ich immer Honig gehabt.
mal mehr, mal weniger. Aber leer ausgegangen bin ich nie eigentlich. Ja, und wie gut es ist. Also so ein Deckungslachs zu essen ist schon was Leckeres, Leute, sage ich euch. Ich werde euch jedem was geben. Wenn ihr hier in der Nähe seid, werdet ihr jedem was kriegen von mir. So. Das ist jetzt die letzte Wabe. Jetzt ist die Schleuder voll. Normal kommt da ein Deckel drauf, aber ich zeige es euch jetzt so mal ohne Deckel. Und genau hinhören, wie das hin. Da sieht man, wie es rausgeschleudert wird. Und wichtig ist, erstmal eine Seite anschleudern. Nicht alles rausschleudern aus der anderen Seite, sonst gibt es Wabenbruch. So eine Seite anschleudern, und dann nehme ich die Waben, drehe sie um, und dann schleudere ich die andere Seite richtig aus, dann wird es nochmal umgedreht und wird dann vollständig ausgeschleudert. Ich meine, wenn man eine selbstwendende hat, das ist auch schön. Bei einer selbstwendenden Schleuder sparst du einen Arbeitsschritt. Aber wie gesagt, Hobby ist Hobby. Hobby muss manchmal auch dauern und vor allem Spaß machen. Und eine Honigernte macht mir persönlich immer Spaß. Also hatte bis jetzt immer Freude dran. Wenn die Eimer sich füllen, ist das immer eine tolle Geschichte. So eine klebrige Arbeit. So, jetzt kommt die rechte andere Seite. Schauen wir mal, kommt schon was raus? Ja, freilich kommt es raus. Da kommt was raus, ja? Einen leckeren Honig kommt da raus. Da kommt was Schönes raus, ja? Und so ziehen wir das einmal für einmal durch. Immer aufpassen, dass das Sieb nicht überläuft. Ist auch wichtig. So, jetzt schleifen wir die falsch da aus. Das reicht schon. Und dann kommt nochmal die andere Seite. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir die vier Rähmchen. Dann habt ihr auch gesehen, wie lange das dauert, dieser Prozess. Kommt die Seite nochmal. Dann habt ihr ein Gefühl dafür, dass ihr wisst, wenn man ein paar hundert Rähmchen schleudert, dass das schon eine Arbeit ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So, jetzt Endstufe. So, jetzt kommt das Fenster raus. Und dann sind wir fertig. Das Ding machen wir jetzt so, dass es nicht überläuft. Und dann zeige ich euch mal, wie die Rähmchen jetzt aussehen, wenn wir fertig damit sind. So sehen die Rähmchen aus, nach dem Schleudern. Die muss man zum Teil noch wieder so reindrücken, dass sie gerade sind. Und so kriegen sie die Bienchen wieder zurück. Auch ein bisschen zurückdrücken,
Dennoch, das ist alles klebrig da. Ich hätte noch drehen können. Da wäre noch rausgekommen, aber die Mädels kriegen das zurück. Brauchen ein wenig Energie zu schaffen. So, jetzt habe ich den Durchgang auch gezeigt, wie das gemacht wird. Jetzt mache ich hier weiter und dann zeige ich euch noch zum Schluss, wie ich die mische ich den ganzen Eimer, die ganzen Eimer, wo ich da geschafft habe, die mische ich alle wieder zusammen und filter das nochmal durch. Sehen wir uns gleich. So, jetzt lassen wir den Honig vollständig rausfließen. In der Mitte, das war jetzt der letzte für heute. In der Zeit bringe ich die Waben wieder zurück in die Felger. So, jetzt kommen die Waben wieder in die Felger rein. Da freuen sich die Mädels. Da haben sie was zum Ausschlöpfen. So, kommt jedes Räumchen wieder rein. Hat jemand vergessen, um das sauber zu machen? War meine Tochter. Dass ich sie auch erwähnt habe. Ja, geh weg, ohne quetschen. Habt ihr was zum Schlotzen, Mädels? Wenn ich schon euren Honigkissen laut habe. Hier hat sie auch vergessen, sauber zu machen. Mensch, Töchterle. Mensch, Töchterle, die guckt mich jetzt ganz komisch an. Ich weiß, ich bin gemein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Da haben wir noch den Steck. Und Nummer 10. So, Mädels. So. Dann kommt hier noch ein Magazin drauf. Ausrichten, hole ich die restlich. So. Und hoch damit. So, ein bisschen ausrichten. Wunderbar. Dann haben die Mädels was zu tun. Haben sie die Futterräume wieder zurückgekriegt. Jetzt gehen wir hoch wieder in den Honigraum, in den Schleuderraum und zeige euch mal, wie es weitergeht da. So, jetzt kommt der letzte Omanei. Schöne Gold. Und dann wird alles durchgemischt, dass wir die gleiche Qualität haben. So, jetzt haben wir die ersten 100 Kilo hier drin. Um die gleiche Qualität zu erreichen, rühren wir das einmal zusammen, weil wir wollen die gleiche Qualität haben. Es waren jetzt 5 Völker, die Honigräume nur, gute 100 Kilo sind, sie haben es noch nicht genau gewogen. Jetzt rühre ich das, dass ich die gleiche Qualität habe. Und dann warte ich noch eine Stunde und dann lasse ich es nochmal durch ein Sieb durch. Und dann kommt in das Honiglager rein. Und wie gesagt, es waren jetzt ja nur die Honigräume in den Bruträumen. Sind ja alle auf 2 Bruträume. Da sind überall noch bestimmt 5 bis 6 Waben Honig noch drin. Die holen wir dann am Samstag raus. Aber heute für den Vatertag haben wir auch diese 100 Kilo gemacht. Das passt jetzt auch. So, jetzt lassen wir die Bläschen ein bisschen, das Wachs ein wenig hochsteigen. Und dann kommt er wieder in den Eimer. Dann habe ich das meiste Wachs nur im letzten Eimer. Die ersten 6 Eimer habe ich dann schön sauber. Sehen wir uns dann gleich in einer Stunde.
So, dann ziehen wir den jetzt das zweite Mal durch. Schau mal, wie schön der fließt. Das goldene Honigle. Also ich habe ihn jetzt zweimal dann durchgefiltert. Und dann kommt er ins Lager rein. Das mache ich jetzt noch voll starr. Das dauert noch mal eine halbe Stunde, bis das alles durchgelaufen ist durch das Sieb. Und dann die Schleuder sauber machen, das ganze Werkzeug sauber machen. Dauert auch noch mal eine Stunde. Ja, dann haben wir gebraucht. Wie viel haben wir jetzt? Muss ich mal gucken. Dann haben wir gebraucht von 8 Uhr bis 6 Uhr, bis ich alles sauber gemacht habe. So lange haben wir gebraucht. Für 5 Völker, für 100 Kilo Honig. Also in diesem Sinne, euer Matze. Das war das Schleudervideo von den Honigräumen. Das ist ein wenig länger geworden. Wer es gut findet, kann sich es anschauen. Wer nicht, kann ein wenig vorspulen, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Matze. Liken, abonnieren, kommentieren. Ciao, ciao. Einen schönen Vatertag noch an alle Väter und an Nicht-Väter. Ciao, ciao.